Delicious. Lecker! Yo, what's poppin' YouTube? Neue 200 Productions Vlog hier auf meinem Kanal. Heute der zweite Waters Vlog. Und heute, die Nessie, die macht ein paar Fotos. Die hat heute Geburtstag. Wird 27 Jahre alt. Und ja, heute geht's für uns nach Rodos, Rodos Stadt. Und gucken wir mal, was da mal so geht. Und ob man da ein bisschen was shoppen kann, was essen kann. Hier ist erstmal noch ein nicer View. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Rodos. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just lose it. Have no shame. I admit it. Yeah. So, YouTube, wir sind jetzt in Rollos angekommen. Hier haben wir schon ein paar Plätze zu tun. Sieht ein bisschen nach Kommunale. Und so geht, Leute. Jetzt erstmal zu einem alten Hotel, wo ich früher mit meinen Eltern mal war. Das ist Crown Hotel, heißt das. Ich schau das mal an. So, das hier im Hintergrund ist das Hotel, wo ich früher mal war, mit dem Crown Hotel. Wir waren gerade mal drin, ein bisschen gucken. Ich würde sagen, 2008 war das letzte Mal da. Hat schon ein bisschen abgebaut. Das ist schon ein bisschen alt alles, auch von außen und von innen. Aber ja, war trotzdem mal cool zu sehen nach so vielen Jahren wieder. Ich und Denise, wir gehen jetzt mal in die Altstadt. Gucken, was da so geht. Dann sehen wir uns später YouTube reinhauen. So, YouTube, wir sind jetzt hier im Hafen von Rodos angekommen. Genau hier, wo diese beiden Rehe stehen. Über dieser Meerenge, nenne ich das mal, stand damals der Kurs von Rodos. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich blende euch mal ein Bild hier von euch von denen ein. Und ja, schon brazy, finde ich immer. 30 Meter hohe Statue, die hier über dem Meer stand. Verrückt, Leute, sag ich euch. Okay, wir sehen uns später. Ja. So, wir sind jetzt hier in den Medieval Mode. Denise? Wie hieß es? In der Mittelalterburg sind wir jetzt hier, sag ich mal, von Rodos. Erkennt man, dass hier überall Kanonenkugeln rumliegen. Und eine Kanone. Und Burgmauern. Sieht schon sehr Fluch der Karibik mäßig hier aus, muss ich sagen. If I believe, they're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. Wir sind hier in Griechenland, in irgendeiner Medievalburg. Und wisst ihr, was ich hier gefunden habe, Digga? Einfach Hertha BSC Sticker. Hertha BSC wird es mal sein. So, wir sind jetzt in der Altstadt. Ups. No, thank you. Wir wurden auf jeden Fall an jeder Seite angequatscht. Aber hier gibt es so kleine Gassen, ganz viele Läden. Der Typ wollte gerade einen Selfie-Stick andrehen für mein Video. Stabil. Ich zeige euch mal ein paar Eindrücke. Und dann? Schreib ein Part mit dem Thema Party auf Kreta, Sandaletten aus Leder, Weinblätter mit Feta, Duty Free, Rotkäppchen auf der Fähre mit ner Oma. Sie fährt nach Kreta, weil ihr Umsatz ist sehr hoch da. Was verkaufst du auf der größten Insel Griechenlands? Ein Kraut, mit dem man Kopfschmerzen besiegen kann. Ich nehme 7 Gramm vom allerfeinsten CBD. Wir sind Profis in Spee, so wie TKKG. Ich hab Kräuter in der Tüte, so wie Ricola. Hier gibt es viele schöne Orte und wir piefen da. Eine Runde Bierball am Strand, bisschen dies und das. Und mach ein Salto nach dem Treffer, so wie Miroslav. Alle zusammen, bis die Sonne aufgeht. Es gibt eine Sprache, die jeder versteht. Es ist die Kreta, Kreta Polonaise.
Denise, die hat hier übrigens vom Hotel noch, weil sie heute Geburtstag hat, könnt ihr da sehen, einen Birthday Cake bekommen. Schon sweet. Ich weiß nicht, ob sie den isst, aber schon eine nette Geste, muss ich sagen. Yo, what's poppin' YouTube? Wir sind jetzt wieder im Hotel und lassen den Tag noch ein bisschen am Pool ausklingen. War schon echt anstrengend, muss ich sagen. Und ja, wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, lasst ein Follow da. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Reinhauen. Ciao. Hier seht ihr eine kleine Auswahl von meinen Booten.